dem Schloss der Marchesa Eleonora Fraschetti de Marucca, oberhalb des Städtchens Marucca, Golf von Neapel, Italien, 1.23 Uhr. Pronto. Mehr. Mehr. Ich will alles, hörst du? Ich will alles von dir. Absolut alles. So wie früher. Ah. Das war großartig, mein Lieber. Und keine Sorge. Schon bald wirst auch du wieder zu deinem Recht kommen, Liebster. Ich weiß, Eleonora. Ich weiß. Wenige Stunden später, auf der Dachterrasse des Schlosses. Guten Morgen, Marchesa. Ah, da bist du ja endlich, Kindchen. Es tut mir wirklich total leid. Ich glaube, ich habe schrecklich verschlafen. Marchesa Fraschetti Das macht doch nichts. Und bitte erspar mir diesen schrecklichen Rattenschwanz eines Namens. Setz dich erst mal. Vielen Dank. Mary Stellock nahm in einem der gelben Polstersessel Platz und ließ den Blick über das offene Meer schweifen. Wie spät ist es überhaupt? 12 Uhr durch. Was? Da siehst du, was ein paar Stunden ohne Handy und Wecker bewirken. Ja, ich bin... So geht es übrigens vielen Gästen am ersten Tag auf dem Schloss. Der Alltag ist wie weggeblasen. Und der Körper merkt auf einmal, wie erschöpft er ist. Naja, ich bin ja schon etwas länger im Urlaub. Aber nicht hier bei mir. Ist es nicht ein wundervoller Tag? Und ein wundervoller Ausblick? Ja. Ja, Sie haben recht. Es ist wirklich wunderschön hier draußen. Bonzo, du darfst jetzt servieren. Sehr wohl, Marchesa. Mary ertappte sich dabei, wie sie den Körperbau des Mannes wohlwollend betrachtete. Das Spiel der Muskeln unter dem Stoff der schwarzen Livree. Welche Farben seine Augenwolle saßen. Sie waren hinter der verspiegelten Sonnenbrille nicht zu erkennen. Ich dachte, Bonzo sei ihr Gärtner. Und er ist ein ausgezeichneter Koch. Wie er überhaupt zu vielem fähig ist. Das habe ich wohl vernommen, Marchesa. Ich serviere die Antipasti. Carciofi alla Romana. Artischocken nach römischer Art. Das klingt aber lecker. Prego, Signor. Marchesa. Vielen Dank, Bonzo. Danke sehr. Als Hauptgericht serviere ich im Anschluss Rigatoni con vongole e cicerchia alla calabrese. Muscheln? Oh. Wir leben hier an der Küste, Kindchen. So wie als Dessert. Ein Zucotto mit Pistaziencreme. Alles zu seiner Zeit, Bonzo. Erst einmal widmen wir uns den Artischocken. Ich habe wirklich Hunger wie eine Löwin, Marchesa. Buon appetito, meine Kleine. Das schmeckt wirklich absolut toll. Super. Aber du kannst trotzdem schon mal anfangen, den Braten zu schneiden, Bonzo. Sie, Marchesa. Wie? Es gibt auch noch... Rinderbraten in Rotwein. Ich wusste ja nicht, ob die Rigatoni dir zusagen würden. Keine Sorge. Ich finde Muscheln großartig. Absolut lecker. Aber ich weiß nicht, ob ich das alles schaffe, Marchesa. Nur keine Eile, Kindchen. Wenn ich gewusst hätte, wie schön es hier auf dem Schloss ist, hätte ich bestimmt nicht die ersten Nächte im Dorf übernachtet. Marucca ist leider nicht mehr das Städtchen, das es einmal war. Als das Wort meiner Familie hier noch etwas galt, war Marucca bedeutender als Neapel. Aber dann kam der Pöbel an die Macht. Der Pöbel? Händler, Kaufleute, gewählte Menschen, die glaubten, alles besser zu wissen.
Aber eine freie Wahl ist doch was Gutes. Ja, Kindchen, wenn die Welt kein Narrenschiff wäre. Aber die Familie Fraschetti wird sich die Macht zurückholen. Mhm. Also haben Sie Kinder, die bei der Bürgermeisterwahl kandidieren? Nein. Wie kommst du darauf? Naja, weil Sie doch gerade eben sagten... Du musst noch viel über das Leben lernen, Mary. Die Frage ist nur, ob dir noch die Zeit dafür bleibt. Die Zeit? Bonzo? Sehr wohl, Marquesa. Mary Stellock fühlte etwas Kaltes in ihrem Nacken, ihrem Hals. Und dann sah sie, wie knapp unterhalb ihres Kinns die blutbefleckte Spitze des Tranchiermessers zum Vorschein kam, die Bonzo in einem kräftigen, kunstvollen Schnitt im Kreise führte und mit einem letzten Ruck Marys Halswirbel zu durchtrennen. Ich sagte ja, Bonzo versteht sein Handwerk. In einem Sprühnebel aus Blut erblickte Mary die Marquesa, die kalt lächelnd beobachtete, wie Bonzo in Marys Schopf griff und ihren Kopf vom Hals löste. Wie genau soll der Braten serviert werden, Marquesa? Wie immer, Bonzo. Hauptsache blutig. Sehr wohl, Sie, Marquesa. Und vergiss bitte Sküller nicht. Du weißt, was wir ihr schuldig sind. Oh, naturalmente. Mary wollte schreien, als Bonzo an das Geländer trat und sie unter sich am Rande ihres Gesichtskreises einen riesigen, schwarzen Leib erblickte, der aus den Fluten auftauchte und gierig seine Arme ausstreckte. Viele Arme, die nicht in Hände oder Pranken mündeten, sondern in... Das war der Moment, in dem Marys Gehirnzellen ihren Dienst einstellten. Der noch warme Kopf flog dem Meer entgegen und dem Monster, das mit seiner Beute in den Fluten verschwand. Großartig, Bonzo. Nun fehlt nur noch eine. Und dann kannst du endlich... Ich bin gleich wieder da. Und mach bitte nicht sofort alles sauber. Oh, natürlich nicht. Marquesa. Ja! Ich bin ja gleich da. Ja, bitte? Guten Tag, Glenda Perkins. Ich bin auf der Durchreise und suche ein Zimmer für eine Nacht. Oh, wie schön. Da bist du bei mir goldrichtig, Kindchen. Sie lauern in den Schatten, in den Tiefen der Finsternis, nähren sich von unserem Blut, unserer Angst, gieren nach unseren Seelen. Doch es gibt einen Mann, der sie aufhalten kann. Er wacht über unsere Welt und stellt sich dem Kampf mit den Kreaturen der Hölle. Unsere letzte Hoffnung. Er ist der Geisterjäger. John Sinclair. Scotland Yard. Im Büro von Oberinspektor John Sinclair und Inspektor Zuko. Also ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wie blau der Himmel hier ist und wie tiefblau das Meer. Also ich kann mir das gut vorstellen. Ich mir auch. Muss nur die Augen zumachen. Ganz genau. Und die Menschen hier, die sind viel freundlicher als in England. Hey. Zum Beispiel die Marquesa, bei der ich seit heute eingemietet bin. Sie ist bestimmt 90 oder so und ein bisschen skurril. Mhm. Und der Diener Bonzo, der sieht zwar hinreißend gut aus, ist aber trotzdem irgendwie unheimlich. Aber ihr Schloss, das steht hier einsam auf einem Felsen oberhalb von Marokka. Mhm. Also der Blick von hier oben über das Meer, sag ich euch, der ist absolut fantastisch. Ach.
Und überhaupt, Maruka. Glenda, bitte hör auf. Du machst uns echt neidisch, wirklich. Ja, das Städtchen, wo ich gerade bin. Ich war noch nicht in der Altstadt, aber die soll so richtig klein und süß sein. Mit jeder Menge Cafés und Trattorias. Das werde ich mir nachher mal ansehen. Warte mal, da kommt gerade ein Anruf. Netter Versuch, John, aber jetzt müsst ihr euch auch den Rest anhören. Da ruft wirklich jemand an. Nein, wirklich. Und zwar Will Malmann. Oh, na dann, grüß den mal lieb von mir. Wir melden uns heute Nachmittag nochmal, in Ordnung? Mal sehen, ob ich da das Handy anhab, wenn ich am Strand bade. Ja, das werden wir dann feststellen. Also viel Spaß noch, Glenda. Bis dann, Glenda. Danke, ihr beiden. Mann. Zugegeben, sie hat sich den Urlaub verdient. Ja, stimmt. Wo sie doch alle Berichte getippt hat, die noch offen waren. Wie? Echt? Alle? Das hat sie geschafft? Unglaublich, ich weiß. Wow, das kann man wohl sagen. So. Will, altes Haus, wie geht's dir? Verflixt und zugenäht, John. Bei euch dauert das ja länger als in jedem deutschen Beamtenzimmer, bis jemand rangeht. Suko, da spricht jemand aus Erfahrung. Sehr witzig. Guten Will. Und, wie läuft's? Schreibt ihr gerade massenhaft Berichte? Wie kommst du darauf? Na, wann trifft man euch beide schon mal zusammen im Büro an? Ja, stimmt. Ja, genau. Und es sind lange Berichte. Und komplizierte. Von langen und komplizierten Fällen. Na, Glückwunsch. Dann kommt jetzt nämlich noch einer dazu. Wie, echt jetzt? Du hast einen Fall für uns? Etwa in Deutschland? Italien, wie es aussieht. Ach was. So ein Zufall. Allerdings. Aber angefangen hat es hier in der Nähe von Mainz. Aha. Mit einem 18-jährigen Mädchen namens Julia Liebig, das vor 3 Monaten im Urlaub verschwunden ist. Im Urlaub? Okay. Ich hätte wahrscheinlich nie davon erfahren, weil die Behörden in Marokko die Sache einfach zu den Akten gelegt haben. Aber dann ist da so ein Video aufgetaucht in den sozialen Netzwerken. Augenblick mal. Sagtest du Marokko? Ja, das ist so ein kleines Nest am Golf. Am Golf von Neapel, ja. Ihr wisst ja gut Bescheid. Das ist jetzt aber wirklich ein merkwürdiger Zufall. Allerdings. In dieser Stadt scheinen die Fäden von insgesamt 5 vermissten Fällen aus ganz Europa zusammenzulaufen. Es geht um 5 junge Frauen, die während ihrer Reise nach Süditalien verschwanden. Aha. Und in diesem Video da... Will, warte mal. Ja? John, Suko. Oh, Sir James. Sir? Beenden Sie bitte das Telefonat. Ich habe etwas Wichtiges mit Ihnen zu besprechen. Oh, hast du gehört? Wir rufen gleich zurück, ja? Alles klar, kein Problem. Sir, was gibt es denn? Nun, zunächst möchte ich mich bei Ihnen beiden bedanken. Bedanken? Immer gern. Und wofür genau? Vermutlich habe ich in letzter Zeit etwas unleidlich auf Sie gewirkt. Auf uns? Und nicht die Spur. Überhaupt nicht. Aber die ausstehenden Berichte hatten sich auch wirklich gestapelt. Das verstehe ich nicht. Wie können sich Berichte stapeln, die gar nicht da sind? Treib's nicht so weit, John. Jedenfalls dachte ich mir, dass ich Sie jetzt, wo Sie sich endlich mal auf den Hosenboden gesetzt und alles auf den aktuellen Stand gebracht haben, auch dafür loben muss. Ja. Das ist nur Konsequenz. Ja. Vielen Dank. Umso erstaunlicher, wie ausgeruht Sie beide wirken. Ganz im Gegensatz zu Glenda, die zuletzt doch einen sehr geschafften Eindruck gemacht hat. Ja, das ist uns auch aufgefallen. Ja, aber jetzt ist sie ja im Urlaub. Wohin ist sie eigentlich gefahren? Aber das ist jetzt auch egal. Kommen wir lieber zum eigentlichen Thema. Ja, das hatte ich schon befürchtet, dass es eins gibt. Sie wollen uns auch in den Urlaub schicken? Ja. Was? Wow. Und nein. Das hier ist eine Meldung von Interpol. Aha. Laut einer Recherche, die vom Bundeskriminalamt in Deutschland ausging, sind während der letzten 3 Monate insgesamt 5 junge Frauen aus allen Teilen Europas verschwunden. Oh. Und zwar, als sie Urlaub am Golf von Neapel gemacht haben. In Marokko. Richtig, woher wissen Sie das? Das hier ist übrigens die Videoaufnahme, die angeblich der Freund einer der vermissten Frauen auf einer Motorjacht gemacht hat. Hier, sehen Sie selbst. So, hier. Da, jetzt, ja. Aha. Das Video war auf einer Yacht aufgenommen worden, die auf dem offenen Meer schipperte. Eine blau gestrichene Reling, an der eine junge Frau posierte. Das Handy ist ja nicht wasserfest. Was aus? Erst
Gleich. Was ist das denn? Ich weiß, es ist nicht viel zu sehen, aber hier, da ist es. Was ist da? Sieht aus wie eine Riesenschlange. Zwei Riesenschlangen. Oder zwei Arme von irgendwas Großem. Es geht noch weiter. Die Fangarme zogen das Mädchen unter Wasser. Der Bildausschnitt wackelte und näherte sich der Reling. Da bricht die Aufnahme ab. Die Arme oder die Schlangen haben das Mädchen also unter Wasser gezogen. Die hellen Punkte an der Unterseite der Extremitäten deuten auf Saugnäpfe hin. Also Fangarme? Möglich. Von so großen Tintenfischen habe ich aber noch nie gehört. Und dann gibt es da noch eine andere Sache. Ja? Hier, ich nehme mal ein Stück Moment. Das verdickte Ende des vorderen Fangarms. Aber, Sir, das sieht doch ganz nach einem Kopf aus, finden Sie nicht? Ja. Ein Riesentintenfisch mit einem Menschenkopf auf dem Tentakel? Ich habe bereits mit den Kollegen der Stadtpolizei in Marokko telefoniert. Leider haben sie versucht, mich abzuwimmeln. Was? Abzuwimmeln? Aber es gibt doch das Video. Dessen Echtheit allerdings selbst von Interpol bezweifelt wird. Der Kanal, auf dem es veröffentlicht wurde, gehört jedenfalls einem gewissen Franco Micantoni. Franco? Der Mann, der das Handy gehalten hat. Offenbar hat er den Angriff überlebt. Aber er ist ebenfalls nicht auffindbar. Das gepostete Video ist der letzte Eintrag auf seinem Kanal. Und die Kollegen in Marokko wollten mir auch zu seinem Namen nichts sagen. Verstehe. Wollten nicht oder konnten nicht? Sir, könnten Sie bitte noch einmal ganz ans Ende des Videos gehen? Wie? An die Stelle, wo sich der Mann mit dem Handy in der Hand über die Reling beugt. Ja, weiter. Ja, genau da. Und stopp. Da, am rechten Bildrand, wo der Rumpf beschädigt ist. Ja, sieht aus wie eine Meerjungfrau. Oder was von ihr übrig ist. Ein Boot mit einer blauen Reling und einer Meerjungfrau als Galionsfigur. Das sollte doch zu finden sein. Ich werde die Kollegen in Marokko dazu ausquetschen. Und wenn ich dafür den formalen Weg über Interpol gehen muss. Was ist mit Will? Vielleicht weiß er etwas über die Yacht. Genau. Will Malmann? Interessant, dass Sie ihn erwähnen. Denn er war der deutsche Beamte, der die Sache wieder ins Rollen gebracht hat. Ja, das hat er uns gerade eben... Rufen Sie ihn am besten von unterwegs an. Ich möchte, dass Sie sich unverzüglich auf den Weg machen. Je schneller dieses Ungeheuer unschädlich gemacht wird, naja, desto kürzer fällt anschließend der Bericht aus, nicht wahr? Also das ist auf jeden Fall ein Argument, Sir. Viel Glück, meine Herren. Wir melden uns von unterwegs. Ach, und was ich ja noch fragen wollte. Ja? Wohin ist Glenda jetzt nochmal gefahren?